2023 neigt sich dem Ende zu. Aber wo Sachen aufhören, beginnen auch neue Sachen. Und für diese neuen Sachen habe ich mir einen ganz besonderen Freund eingeladen. Auf was warten wir jetzt hier? Wir warten auf Stefan. Ich weiß nicht. Ey. Alter, brutal. Okay, er ist nur 15 Minuten zu spät. Das ist nicht schlecht. Wow! Ich glaub's nicht. Sag ich dir jetzt kurz auf. Bescheid, Mann. Was geht? Oh, sorry. Da. Stefan Pütz. Ich liebe es, mit Stefan Pütz abzuhängen. Wir sind ultra krasse Freunde. Das Problem mit Stefan ist immer nur auf der einen Seite sein Time-Management, das manchmal wirklich katastrophal ist. Und auf der anderen Seite natürlich der Wahnsinn, diese extreme Spontanität, die er mitbringt. Und das macht das Ganze natürlich manchmal schwierig. Was machen wir überhaupt heute? Ich weiß es nicht. Der hat mich herbestellt zum Training. Ja. Ich brauche jetzt schwerere Trainingspartner. Okay, ich gehe ins Leichtgewicht. Okay, du weißt doch, ich brauche jetzt schwerere. Du wolltest ins Mittelgewicht gehen. Wir machen Folgendes. Ja? Kickboxen mit Ringen und dann Jiu-Jitsu. Okay. 3-3-3 Runden. Wir machen uns vorher warm und das ist der Plan. Okay. Gut, dreimal und danach gibt es eine geile Show. Ich betreibe diesen Sport seit knapp 13 Jahren professionell. Ich habe überall auf der Welt gekämpft und habe mir einfach einen Status verdient durch viele Kämpfe. Das war natürlich jetzt so zum Ende meiner Karriere, dass ich wirklich auch Sachen provozieren kann und auch Sachen provozieren will. Denn für mich ist nicht mehr entscheidend, einen Titel möglichst lange immer und immer wieder zu verteidigen. Das habe ich 10 Jahre lang bei diversen Organisationen schon durch. Für mich ist die Challenge, dass eine Herausforderung, die ein gewisses Feuer in mir weckt. Und ich weiß, dass beispielsweise der Aufstieg in eine höhere Gewichtsklasse ein großes Risiko ist. Aber genau darum geht es mir. Es ist eine Riesenherausforderung. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich einfach Bock. Und deswegen will ich und deswegen muss ich das auch einfach mal angehen. Wann soll ich es angehen, wenn nicht jetzt? Stefan, Max kämpft jetzt potenziell um den Leichtgewichtstitel bei NFC. Du bist selbst jemand, der schon in mehreren Gewichtsklassen Titel getragen hat, Titel gewonnen hat. Was sind eigentlich so Herausforderungen, wenn man die Gewichtsklasse wechselt? Ich denke, dass es bei Max, ich hätte schon fast gesagt bei Ralfi, ich denke, dass es sehr gut ist, denn Max hat ja schon relativ viel Gewicht zu cutten immer. Er läuft so mit 77, 78 Kilo rum, oder? Jetzt vielleicht auch 80 Kilo. Und dann hat er natürlich einen leichteren Cut, kann mehr mit mehr Muskulatur durch die Gegend laufen während der Vorbereitung, muss nicht so hart cutten, hat ein ganz anderes Trainingspensum in dem Moment natürlich, weil er viel mehr Energiereserven hat. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Stefan und ich kennen uns schon über 10 Jahre und es ist eine sehr intensive Freundschaft. Man kann auf jeden Fall sagen, dass man durch einige Höhen und Tiefen gegangen ist gemeinsam. In unserer jetzigen Lebensphase ist es natürlich nicht mehr so wie früher, dass wir uns jeden Tag mehrfach auf der Matte antreffen. Er hat seine Sachen zu erledigen, ich habe meine Sachen zu erledigen. Das, was uns immer wieder zusammenführt, ist aber der Sport. Und deswegen versuchen wir so viel wie möglich zu trainieren, so viel wie möglich auch gemeinsam zu trainieren, damit wir uns einfach auch oft sehen können. Stefan ist bekannt dafür, dass er sehr grob sein kann, dass die Art und Weise, wie er kämpft, wie er Sparring macht, wirklich rabiat ist. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Trotzdem macht es mir Spaß, weil Stefan hat dahinter keine böse Absicht und ich weiß, er würde mich niemals verletzen wollen, auch wenn er es aus Versehen manchmal schon getan hat. Das war schon richtig, richtig gute Runden. Was ist eigentlich so das Schwierigste daran, mit Max Sparring zu machen? Man muss Max beschäftigen und man darf Max auf keinen Fall reinkommen lassen. Max versucht wirklich, lange Distanzen zu überbrücken, ist sehr explosiv,
setzt Kombinationen aneinander. Man muss wirklich in der Kickdistanz arbeiten und dann mit Händen folgen. Er ist am Boden stark, Top-Position, vom Rücken aus. Sein Striking ist mehr als unangenehm. Er hat richtig starke Leute geschlagen damit, ist sehr kreativ. Er ist wie so ein Sudoku-Würfel, der sich ständig verändert und auch anpasst im Kampf. Das ist Fight-IQ nennt man das und das macht ihn einfach zu einem sehr unangenehmen Gegner, gewichtsklassenübergreifend. Ich habe versucht locker zu machen, leider ist es mir manchmal nicht gelungen, aber Max ist genauso, deswegen passt es schon. So, nach dem Training trinkt Max für die richtige Makronährstoffverteilung, um seinen Proteinbedarf abzudecken, trinkt er Isoclear. Pfirsich ist übrigens auch mein Lieblingsgeschmack. Ja? Ja. Das ist viel einfacher, wenn wir das so machen. Hey, Stefan! Das ist gut, glaub mir. Wir machen das richtig, wie Profis das machen. So macht man das, Mann. Ist fertig, hier bitteschön. Und mit Code KOGA bekommt ihr maximalen Rabatt. Ich habe auf der einen Seite meine Kämpfe, aber auch die Jungs um mich herum haben ihre eigenen. Vor allem kommt jetzt was ganz Großes, ein ganz neues Kapitel für den Dompteur. Er hat eine eigene Show, der Dompteur lädt ein. Dort werden Artisten und Comedians in der Peak Dame auftreten und Host ist der Dompteur. Es ist ja oftmals so, dass wenn große Projekte anstehen, man das gar nicht so richtig greifen kann, bis es dann soweit ist. Wie ist es jetzt so, dass du dir eine Schlange siehst und drin ist aufgebaut? Ach, was soll ich dir sagen? Ich freue mich auf einen lustigen, chaotischen Abend, aber ich weiß, dass es in dieser Art und Weise die erste Show vom Dompteur ist und ich höre da so eine gewisse Aufregung raus. Es erinnert mich gerade so ein bisschen, wenn du in der Umkleide bist und du weißt, du wirst jetzt bald kämpfen. Es ist am Ende des Tages, muss man locker bleiben und man kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern. Er wird jetzt ins kalte Wasser geworfen und dann geht es halt auch einfach los. Apropos locker bleiben, ich sehe gerade Outfit. Das sitzt auf jeden Fall sehr gut, auch wenn es ein bisschen eng ist. Krüger, du trägst ja schon viele Anzüge. An der Stelle muss man ganz klar sagen, jeder Mann, jeder junge Mann, jeder ältere Mann, jeder, der was von sich hält, braucht einen vernünftigen Anzug. Ich bin einfach in einem Alter, dem es wirklich Spaß macht, Anzüge zu tragen. Und wie gesagt, jeder da draußen, ihr braucht gute Anzüge. Das gehört einfach dazu. Bei bestimmten Anlässen muss man dementsprechend auch gut aussehen. Das hier sehen wir zum Beispiel einen. Der wurde maßgeschneidert bei Weihnachtsmann. Hey, mein Lieber, wie geht's dir? Alles gut? Ja, wunderbar. Ich bin im Auftrag des Weihnachtsmanns unterwegs. Exzellenter Anzug. Ja, sicher. In der Kombination sehe ich auch wirklich lächerlich aus. Dann. Das stimmt. Ja, jetzt stinkst du ab, leider. Tut mir leid. Also nochmal, ihr wollt Respekt, tragt einen Anzug. Dann habt ihr auch Möglichkeit, Respekt zu kriegen. Wenn man im Nachtleben arbeitet, wenn man vor allem mit Artisten arbeitet, trifft man auf wirklich die verrücktesten Menschen, die es da so gibt. Artisten sind extrem exzentrisch, können sie sein. Sie sind verrückt, sie sind spontan. Was sie aber auf jeden Fall alle gleichermaßen sind, sie sind spannend. Sag mal irgendwo, stopp. Stopp. Hier? Ja. Nimm die Karte. Damit ich keine Karte tue. Aber pass mal auf, deine Karte ist ganz einfach. Oh, okay. Nein. Das war nicht deine Karte. Pass auf, tu mir mal einen Gefallen und nimm mal die Karte und leg mal deine Hand ganz fest da drauf. Was hast du für eine Karte? Guck mal, ne? Ah, fuck! Ich hab doch genau geguckt, Alter! Und sag mal, Konrad Spezialkleber. Konrad Spezialkleber. Und dann sagst du mal... Mach auf. Guck mal, Alter. Ey, die ist ganz! Oh, es ist eine riesen Challenge für den Dompteur. Er ist sehr aufgeregt, das weiß ich, weil ich kenne ihn sehr gut, meinen alten Freund. Wir haben Pokémon-Orden, habe ich vorbereitet. Und für die großen Challenges im Leben kann man sich Orden verdienen. Wenn er das heute gut macht, wird er seinen ersten Orden von mir persönlich bekommen. Der Dompteur lädt ein. Wir haben uns einfach gedacht, wir wollen eine Comedy-Show haben mit den coolsten Newcomern, mit den coolsten Artisten des Landes und haben das mehr oder weniger einfach mal direkt umgesetzt. Ich bitte um einen großen Applaus für meinen guten Freund, den Dompteur. Eine Cola für den jungen Mann. Halb Türke warst du, gell? Deutscher. Den Halbtürken, wer ist nochmal? Alex. Für Mahmoud. Auf die Bühne mit einem tosenden Applaus. Eine Nummer 10 für Nisa. Stell dir vor, ich war immer so cool von meinem Vater und sage, ey Papa, ich hab's geschafft. Ausverkaufte Häuser, 100 Millionen Klicks, 2 Millionen Podcast-Hörer. Und dann sagt er, wo trittst du auf? Sag ich, Kaiserstraße. Frank, der ist sogar verheiratet mit einem Mann. Der hat mich sogar zu seiner Hochzeit eingeladen.
wo ich selbstverständlich nicht hingegangen bin. Das war ein Scherz, natürlich bin ich hingegangen. Um die Hochzeit anzuzünden. Ihr kommt alle in die Hölle. Ich hoffe, wir kommen alle lebend raus, okay? Das ist das Wichtigste. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, dieser Raum sieht sehr unfertig aus. So, Leute, ich gehe nochmal raus. Ich komm rein, DJ, hau die Musik. Du siehst wirklich aus wie der Typ bei YouTube, der sagt, komm in die WhatsApp-Gruppe. Ich bin da. Und dein Mann ist? Deutsch. Wer ist das jetzt? Bist du hier? Ja. Okay. Wir machen jetzt ein Foto zusammen. Einfach so, mitten in meinem Set? Ja. Das ist, hast du einen Freund? Ich kann dir auch sagen, warum. Auf jeden Fall! Dompteur musste gewissermaßen durch ein Fegefeuer. Hinter den Kulissen ist einiges passiert, hinter den Kulissen ist einiges schief gegangen und das musste er alles wegstecken. Er hat das trotzdem souverän gemeistert, er ist ins kalte Wasser gesprungen und hat es durchgezogen und ich finde, sowas muss man auch belohnen. Will ich hier an der Stelle freundschaftlich meinen Respekt zusagen und dir den ersten Orden verleihen. Für besondere Leistung, für besondere Challenges. Du hast ihn dir heute verdient. Auf ein gutes Jahr. Neuer Tag. Auf dem Programm stehen die Ehrlich Brothers. Immer wenn ich zu dir komme, ist Action. Was machen wir heute? Wir gehen jetzt gleich zu den Ehrlich Brothers mit ein paar Kids, mit meinen Cousinen. Dann kommen noch ein paar andere Kids. Muduzi hat sich das gewünscht. Dann haben wir einen Termin für einen... Ach, was soll ich sagen? Der übliche Wahnsinn. Ja. Das Kind, das sich am meisten freut, ist jetzt endlich da. Die Aufregung steigt, er konnte es kaum erwarten, aber da ist das Kind. Yeah! Rihanna heute. Was geht ab? Ich bin voll aufgeregt, weil er mir gesagt hat, dass Beyoncé Rihanna heute ist. Ab jetzt dürfen wir nicht mehr weiterfilmen. Wir werden sie im Nachhinein aber mal persönlich vor die Kamera holen. Drei, links oder rechts? Wir gucken jetzt hier schon seit 10 Minuten ungefähr zu. Wie findest du es? Geil. Also wirklich. Ich dachte ja, dass es mehr für Kinder ist, aber ich muss wirklich sagen, es holt alle ab. Oh, die beiden Show. Hammer! Ja! Wir haben jetzt ein kleines Meet and Greet. Die Kids freuen sich, auch ich freue mich, die Ehrlich Brothers jetzt mal live zu sehen, kurz mit denen zu quatschen. Hey. Servus erstmal. Grüß euch. Hi. Und dich habe ich aber schon mal gesehen. Ja, ich bin der Dompteur. Du warst schon mal in der Show. Ja. Hi erstmal, wie heißt du? Lucy. Lucy, du bist? Kira. Kira, und du bist? Nelly. Hi Nelly. Machst High Five geben? Hey, ja. Achso, oh, guck mal, Zauberling, Hand in der Hand. Mach mal so, Daumen nach unten. Genau, Daumen nach unten so. So, perfekt. Okay. Und jetzt eine Hand richtig so festhalten. Genau, richtig festhalten. Versucht mal, die Finger nach oben zu drehen. Das geht, ne? Nach oben und jetzt nach unten. Dreht mal nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Irgendwo gibt es einen Punkt, da tut's weh. Habt ihr den? Ja. Können wir noch weiter? So weit wie es geht. Irgendwann tut's weh. Wenn es weh tut, einfach mit dem Ruck. Eins, zwei. Ah. Nee, kann man immer weiter. Drehst du immer, guck mal, es ist. Kann man zweimal. Dreht man immer in dieselbe Richtung. Das sieht irgendwie auch komisch aus, aber eben. Das geht nur, weil die Hand nicht echt ist. Die kann man. Nee, die kann man wirklich. Die fühlt sich. Fühlt sich an wie eine echte. Hand! Das ist der letzte Vlog für 2023. 2024 steht richtig krasses Programm an. Das Einzige, was jetzt noch dazwischen steht, ist eine große Silvesterparty. Danach wird ein radikaler Switch in meinem Leben stattfinden. Kompletter Fokus auf das, was ansteht. In erster Linie, dass ich Double Champ werde und alles andere wird dann erstmal nebensächlich. Eine Sache muss ich natürlich loswerden. Ich will mich bei euch allen da draußen bedanken. Vielen Dank für 2023, für diesen maximalen Support. Dafür machen wir das Ganze. Ich werde euch im nächsten Jahr beglücken mit vielen, vielen geilen Stories, geilen Aktionen und mit viel, viel Spaß. In dem Sinne, danke euch allen. Und danke. Danke an dich. Yes. Das ist einer der Männer, die das Ganze möglich machen. Bilal. Yes, eine Hälfte des Kamerateams. Nur Bilal, die andere Hälfte ist hier.